Hier befinde ich mich jetzt mitten in der City, direkt am Brunnen der Lebensfreude, auf der Bummelmeile Rostocks, unserer Kröpi. Bei schönem Wetter verweilen die Menschen hier besonders gern. Sie genießen die Sonne, das besondere Flair und dieses echt tolle Ambiente. Es herrscht quasi ein ständiges Kommen und Gehen. Ganz bewusst haben wir uns deshalb für unser Wahlplakat diese fantastische Kulisse in Rostock als Hintergrundmotiv gewählt. Der Name Brunnen der Lebensfreude steht so perfekt für mein Wahlprogramm und für unsere nächsten gemeinsamen 7 Jahre. Lebensfreude, Menschlichkeit, Zusammenhalt, das gemeinsame Verweilen von Jung und Alt und eigentlich völlig egal, welcher politischen Himmelsrichtung ein jeder angehört. Und das ist gut so. Hier kommen alle Menschen einfach gern zusammen. Und genau so sollten sich die Menschen fühlen, wenn sie an sich und diese tolle Stadt denken. Für mich und die Politik bedeutet dies, nicht einfach über die Köpfe der Menschen hinweg zu entscheiden. Alle Entscheidungen sollten und müssen für die Menschen in dieser Stadt getroffen werden. Und deshalb kandidiere ich als neuer Oberbürgermeister. Ich will wissen, was die Menschen wirklich denken. Was wollen die Menschen wirklich? Deshalb wird Rostock deutschlandweit die erste Stadt sein, die eine direkte Mitbestimmung der Menschen zu den kommunalen und den regionalen Themen umsetzen wird, wenn ich als OB die Verantwortung übernehme. Über die Stimm-App und der Seite du-bist-rostock.de werden die Menschen ab sofort mitentscheiden können. Es geht um eine Neustart unserer Demokratie, es geht um eine Umsetzung einer besseren, einer direkteren Demokratie. Mit mir entscheidet ihr. 13.11. Jens Kaufmann.